Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute auf der Cycling World in Düsseldorf und haben einen Termin bei der DIMP bekommen für ein kleines Interview. Heute geht es so ein bisschen um das Thema, dass der ehemalige Bikepark Hürtgenwald, auch nochmal um das Bundeswaldgesetz, was da so der aktuelle Stand ist. Und ich habe den Flo hier gerade bei mir. Ich würde sagen, Flo, stell dich einfach mal kurz vor und erklär mal so kurz, was machst du bei der DIMP? Vielleicht so einfach, dass das sogar ein kleines Kind verstehen würde. Okay, ich gebe mein Bestes. Ja, ich bin der Flo. Ich bin Fachreferent bei der DIMP, der Deutschen Initiative Mountainbike. Ich bin zuständig für Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Und ja, ich berate Vereine, Kommunen, Städte, Gemeinden bei Streckenbauprojekten, aber auch auf den, wenn es darum geht, ob man da jetzt fahren darf oder nicht, ne, da machen wir uns halt auch Gedanken drüber in der DIMP, ne, wie die Gesetzeslage ist. Und bin da aber auch auf Länderebene beteiligt und mache halt auch auf Länderebene ein bisschen Arbeit fürs Mountainbiken. Ich hoffe, das passt so für die Kids, dass das so verstehen ist. Ja, ich glaube, das ist manchmal einfach gar nicht so einfach zu verstehen, was ist jetzt überhaupt die DIMP. Und ich glaube, dass da vielleicht draußen gerade die Kids, so da noch die zukünftige Generation, vielleicht gar nicht so Bescheid weiß. Umso wichtiger ist da, glaube ich, meiner Meinung nach einfach für die Zukunft so ein bisschen Aufklärung zu betreiben und da einfach so ein bisschen in Austausch zu gehen. Aktuelles Thema, gerade habe ich vor ein paar Tagen gepostet, in Hürtgenwald habt ihr jetzt das Gelände sozusagen übernommen. Wie kam das zustande? Wie ist da der aktuelle Stand? Ja, das ist so. Es wurde halt nach einem neuen Verein gesucht, der da die Möglichkeit gibt, sich da ehrenamtlich einzubringen und den Bikepark weiter zu pflegen. Und unsere DIMP IG Rureifel, also die lokale Interessengemeinschaft da vor Ort, hat den Kontakt zum Kreis Düren bekommen, ist von denen angesprochen worden und ja, dann nahm das so seinen Lauf und da haben die ersten Gespräche stattgefunden. Dann wurden so Vertragsentwürfe geschrieben, wie das halt so abläuft. Und dann ist man letzten Dienstag, das war diese Woche ja sogar noch, zusammengekommen und hat dann den Vertrag mit allen Vertragsparteien unterschrieben. Ne? Ja, der Bikepark soll in Zukunft DIMP Bikepark Rureifel heißen. Der ehemalige Betreiberverein war ja Nordeifel Gravity. Der Verein besteht auch weiterhin noch. Die unterstützen uns auch noch, weil die halt an dem Bikepark auch hängen. Ja, aber es wurde halt nach einem neuen Konzept gesucht und da sind wir jetzt da und freuen uns darauf, dass es da demnächst wieder gefahren werden kann. Es war ja die Rede von einem ganzen Trailnetz, was noch so drumherum auch entstehen soll. Ich war selber in dem Park leider noch gar nicht. Allerdings, was ich so gesehen habe, sind die Strecken ja schon recht anspruchsvoll. Entsteht da auch noch in Zukunft etwas für die Anfänger oder auch Kinder, Familien und so weiter? Also der Plan ist schon, dass wir an dem Bikepark Veränderungen vornehmen, dass der für die breitere Masse auch taugt. Ja? Es ist schon ein sehr anspruchsvoller Park, ja? Aber es fällt zum Beispiel ja das Shuttle weg, das hatten wir ja schon kommuniziert. Es wird also eine Uphill-Strecke geben, damit man hochfahren kann. Ja, und dann halt auch so, dass er, wie eben schon gesagt, für die breitere Masse auch taugt. Ne? Wir wollen dem Park nicht 100% den Charakter nehmen, weil er halt auch einfach schon die Jahre über so gewachsen ist und auch dafür bekannt ist, dass er so ist, wie er ist. Aber wir wollen halt auch ein paar Anpassungen vornehmen, dass halt auch mehrere Mountainbikerinnen und Mountainbiker da fahren können und Spaß haben. Ja, sehr cool. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so ein Thema, was den ehemaligen dort vor Ort auch wichtig ist, ne? Dass da nicht so der Charakter des Parks komplett weg ist. Man erinnert sich an letztes Jahr, gab es auf Social Media viel Kritik an Bikeparks, dass alles zu einfach wäre und man sich nicht mehr steigern kann und so weiter. Finde ich auf jeden Fall cool, dass da eher dann nur noch was on top kommt eigentlich. Ne? Also es fällt ja nichts weg, sondern kommt nur was on top. Ne? Genau, ja. Also wir schauen jetzt zur aktuellen Situation, kann ich schon sagen. Es gibt nächste Woche nochmal einen Termin mit dem Trailbauer, der uns da auch noch unterstützt. Da werden die Jungs, die da für uns vor Ort den Hut aufhaben, mit dem im Gespräch sein und sich angucken, welche Möglichkeiten bestehen und sich dann Gedanken machen und dann mal schauen, wie es weitergeht. Also man darf gespannt sein. Wir hoffen, dass wir es noch in der ersten Jahreshälfte schaffen aufzumachen. Ach krass, ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, wann es denn soweit ist, weil ich bin schon heiß drauf. Wir fahren unter einer Stunde dahin und wären auf jeden Fall gerne mal dort. Cool, ich freue mich auf jeden Fall schon. Jetzt das Thema, wofür die DIMP, glaube ich, jetzt in den letzten Monaten am bekanntesten geworden ist, das neue Bundeswaldgesetz, was kommen soll. Wie ist da der aktuelle Stand? Gibt es Hoffnung oder war es das bald mit unserem Hobby? Okay, also Hoffnung.
Also ich würde die Hoffnung nicht wegschmeißen, die ist schon noch da, das passt schon noch. Aktueller Stand ist, dass der neue Entwurf voraussichtlich nach Ostern kommt. Ja, der wird aktuell in den Ministerien abgestimmt. Danach geht er in die Verbändeanhörung. Da haben wir dann auch die Möglichkeit, Stellung zu nehmen und was dazu zu sagen. Und wenn nicht großartig Verzögerungen noch kommen sollten und das Ganze ganz normal seinen weiteren Lauf geht, rechnen wir Anfang 25 mit einem Bundeswaldgesetz, aber also mit einem neuen Bundeswaldgesetz. Ne? Kann natürlich immer sein, dass noch was dazwischen kommt, ja, dann dauert es halt auch noch mal ein bisschen länger und ja, aber so ist der aktuelle Stand. Genau. Okay, Anfang 25, das heißt, dieses Jahr bleibt erstmal noch alles wie gehabt und wenn dann so ein neuer Entwurf rauskommt und der, ja, sagen wir mal, negativ für uns jetzt ausfallen würde, für uns Mountainbiker, habt ihr dann da überhaupt noch die Chance, was dran zu drehen und was zu ändern oder wie sieht sowas aus? Ja, wir haben in der Verbändeanhörung dann die Möglichkeit, Stellung dazu zu beziehen und zu sagen, wie wir das einschätzen würden und was die Möglichkeiten wären, die wir sehen, um Radfahren im Wald umzusetzen, um es weiter möglichst einfach gestaltet zu haben. Aktuell ist es ja so, dass das Bundeswaldgesetz sagt, das Betreten des Waldes ist zum Zwecke der Erholung erlaubt. Ja. Befahren mit dem Fahrrad auf Straßen und Wegen. Die Regelung wäre auch die, die wir uns für ein neues Bundeswaldgesetz wünschen würden, weil die ist einfach, die ist gut zu verstehen, die hat sich jahrelang bewährt. Ja, das wäre das, was wir versuchen würden einzubringen, wenn jetzt der nächste Referentenentwurf kommt. Also ich hoffe, ich konnte schon mal ein paar Fragen zu dem Thema mit dem Flo für euch klären. Ich hätte jetzt allerdings noch eine Frage. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwie Strecken habe, bei mir vor der Haustür, könnt ihr uns da helfen oder seid ihr da auch Ansprechpartner, wenn wir sowas oder wenn jetzt irgendjemand da draußen etwas legalisieren möchte? Klar, also wer Fragen hat zu dem Thema Streckenbau, wir haben einen umfangreichen Streckenbauleitfaden auf der Homepage. Ihr könnt uns aber auch gerne eine Mail schreiben oder anrufen, ne, das ist alles auf der Homepage. Die Fachberatung ist da ansprechbar und hilft wirklich gerne. Ich habe halt noch die eine Kollegin, die Sonja in Bayern und den anderen Kollegen, den Heiko in Baden-Württemberg. Ja, und so versuchen wir halt über die komplette Republik aus den einzelnen Bundesländern, aber auch übergreifend zu betreuen und zu unterstützen. Also wenn ihr Fragen habt, schaut auf die Homepage, meldet euch bei uns. Ja, auf jeden Fall melden. Ja, mega, weil ich kenne es selber. Als ich angefangen habe mit Mountainbiken, dann kam so irgendwann dieses Thema auf, boah, das ist alles irgendwie illegal, du darfst da nicht fahren, hier nicht fahren. Und dann gab es Vereine, die haben es irgendwie geschafft, irgendwas zu legalisieren. Aber oft, so wenn man jetzt so einen Hometrail hat oder sowas, man weiß ja gar nicht, wo soll ich jetzt überhaupt anfangen. Ne? Und da ist wahrscheinlich das, wo ihr dann einfach unterstützen könnt. Auf jeden Fall, da sind wir als Ansprechpartner gerne da. Ja, meldet euch bei uns und da können wir auf jeden Fall unterstützen. Geil, mega. Flo, wir sind eigentlich so weit durch, ich habe keine Fragen mehr an dich. Möchtest du noch irgendwas den Leuten da draußen sagen oder mitgeben? Ja, sehr gerne. Also ich würde mich freuen, wenn ihr die DIMP unterstützt mit einer Mitgliedschaft. Kostet 28 Euro im Jahr. Ihr gebt damit aber uns und damit dem Mountainbiken in Deutschland eine Stimme. Und wir haben natürlich so die Möglichkeit, deutlich besser auf Bundesebene, auf Landesebene oder auch auf kommunaler Ebene die Interessen der Mountainbikerinnen und Mountainbiker in Deutschland zu vertreten. Ja, deshalb werdet Mitglied, unterstützt uns und meine Arbeit, die Arbeit von den anderen in den anderen Bundesländern, damit wir das Mountainbiken in Deutschland nach vorne bringen. Cool. Ja, Leute, 28 Euro im Jahr, das ist weniger als ein Bikepark-Ticket für einen Tag und bringt auf jeden Fall was, unterstützt uns alle, wir haben alle was davon und man hat halt nur eine Stimme in der Gesellschaft, wenn man einfach eine große Anzahl von Menschen ist. Wir sind so, Individualsportarten wie das Mountainbiken sind halt nun mal nicht so groß in Deutschland wie zum Beispiel Fußball. Und deswegen finde ich das super wichtig, was die DIMP macht. Ich hatte selber gar nicht so viel Plan davon, bin jetzt auf jeden Fall schlauer als vorher. Also vielen Dank dafür. Und ja, Flo, tausend Dank. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht nochmal wieder, vielleicht auch irgendwo mal in Hürtgenwald, wenn du da auch mal vor Ort sein solltest. Vor, ja. Und ja. Checkt den Link in der Beschreibung, da verlinke ich euch alles von der DIMP, falls ihr euch informieren möchtet. Und ja, Flo, vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne.